So, weiter geht's mit NGL Biathlon. Minus 19 Grad in Sotschi. Hochsommer. Muss man ja immer wieder sagen. Der Witz ist immer wieder gut, weil es in Sotschi in Russland immer kalt ist. Ne? Ist minus 19 Grad Hochsommer, nur um den mal zu erklären. Ne? Wahnsinns-Gag. Ich gehe langsam auf dem Zahnfleisch von den Kräften her. Jetzt gerade noch die Folge für den Dienstag schnell bearbeitet und auch hochgeladen. Und läuferisch sind wir mit 0,4 Sekunden auf Platz 16. Also Sprint, Sprint, Sprint. Im Sprint kann man sprinten, damit wir das auch wieder mal gesagt haben. Karwin wieder mit der Null. Der Typ ist einfach unfassbar gut. So, mal schauen. 0,4 Sekunden sind wir natürlich hinten. Wie schaut's aus? Sehr viele Fehler. Joscha Burkhalter mit der Null. Das könnte dann echt kompliziert werden, den da oben wegzuschießen. So, 1,7 Sekunden unser Abstand. Vorne Alp Dues. Da geht's schon richtig lange steil hoch. Nicht ganz so schlimm wie in Raubici, aber ähnlich. Vorne haben wir auch Thierry Langer, der da auch so ein bisschen seine Probleme hat. So ein bisschen mal und dann sollte der Puls auch passen. Sotschi eigentlich immer perfekt zum Schießstand. Einfach den Hügel durchziehen. Und dann passt der Puls eigentlich fast immer fürs Schießen, außer man geht eben auf die falsche Bahn. So, 0,7 Sekunden unser Rückstand, wenn wir jetzt halbwegs vernünftig schießen. Gutes Schießen, Femling und Drijan ebenfalls mit einem guten Schießen und dann sind wir hier, ja, 1,8 Sekunden dahinter. Hat also nicht ganz gereicht. Eigentlich war ich aber ganz zufrieden jetzt mit dem Schießen. Die Skier sind auch ganz gut. Patriux mit der Null, Jakob mit einem Fehler, Hiddensalo mit einem Fehler. Ich habe mir vor kurzem nochmal ein Video von RTL Biathlon angeschaut und das war einfach so scheiße, das Spiel. Das muss man ja immer mal wieder sagen. Man hat hier einfach so viele Möglichkeiten, auch mit der Konkurrenz, mit den echten Namen. Das macht halt mega Laune, bei RTL Biathlon da immer gegen diese blöden Fake-Namen zu laufen. Das war schon richtig ätzend. War kein ganz schlechtes Spiel, keine Frage. Aber verglichen mit NGL Biathlon war es schon ein Haufen Rotz. War kein ganz schlechtes Spiel, aber es war richtiger Rotz. Irgendwie auch schwierig. Von der Erklärung her. So, wir ballern hier nochmal ein bisschen durch. Dann haben wir hier ein bisschen Zeit, um uns aufzuwärmen. 2,9 Sekunden sind wir hinter Burkhalter. Und dann geht's hier, alter Schwede, werden unten viele Fehler geschossen. Hier können wir mal richtig durchwettern. Dann machen wir auch ein bisschen Supersprint schon mal. Davon werden wir dann auf der Schlussrunde nicht ganz so viel brauchen. So, nochmal den Puls leicht nach oben. Bartko mit drei Fehlern, Braunhofer mit zweien. Panzac ist da jetzt mit der Null durchgekommen. Der Pole, der hier noch nicht mit am Start ist. Burkhalter mit zwei Fehlern. Rok Drijan wäre unser Konkurrent, aber 6,9 Sekunden. Also wir müssen gar nicht mal so schnell schießen. Nein. Ja, warum schieße ich denn dann auch so schnell? Eieiei. Komm schon, Junge. Trotz Strafrunde laufen wir hier in Führung. Boah, das wäre safe gewesen. Ganz, ganz safe wären wir da vorne gewesen gegen die Konkurrenz. Wir sind ja sogar jetzt 0,7 Sekunden vorne, obwohl Rok Drijan da fehlerfrei gewesen ist. Eieiei, da haben wir was weggeworfen. Aber wir haben noch relativ viel Energie übrig. Das muss jetzt gar nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Das Ende der Fahnenstange. Wie gesagt, Jugendsprache bei mir auf dem Channel. 0,3 Sekunden sind wir nach wie vor vorne. Ein bisschen Sprint ballern wir hier mal rein, aber dann heben wir uns den gleich auf. Für Alp Dues. So, hier ein bisschen mit Schmackes rein. Aykalik wieder mit einem Fehler. Ich hoffe, man hört mich überhaupt noch. Ja, der Ausschlag sieht gut aus. Ich sitze so weit vom Mikrofon weg. Das bin ich gar nicht gewöhnt. So, let's go. Komm schon, Junge. Zieh durch, zieh durch. 0,3 Sekunden noch der Vorsprung. So, und jetzt geht's dann hier ans Eingemachte. So, das sieht doch eigentlich ganz gut aus, wenn wir hier so an der Konkurrenz vorbeifliegen.
Das sollte ganz gut klappen. So, zieh durch, Junge. Da vorne sehen wir Burghalter 0,2 Sekunden noch dahinter. Jetzt sprinten wir nochmal und das wird auf jeden Fall eine Bestzeit. Allerdings sitzen wir jetzt erstmal auf dem heißen Stuhl und müssen abwarten, ob da nicht einer mit Nullfehlern vielleicht doch nochmal etwas schneller durchkommt. Okay, es war ein Versuch wert, aber lief dann irgendwie nicht ganz so, wie ich es erwartet hatte. So, hier kann man die Kamera ja immer drehen. Da kann man auch sehen, wie die auf die Scheiben schießen, aber jetzt sind halt schon alle weg. So, dann sehen wir da den Wamsi-Michel drüben stehen. Sind wir noch vorne? Sean Doherty 1,5 Sekunden. Dahinter, boah, Sindre Pettersen 0,5 Sekunden. Panzac 0,8 Sekunden. Das könnte der erste Sieg werden. Es könnte aber auch sein, dass uns die letzten beiden Athleten da noch einen Strich durch die Rechnung machen. Da kommt der vorletzte Kollege. Jetzt ist es noch einer. Und dann ist es der Sieg. Trotzdem ein Fehler. Läuferisch waren wir einfach eine Granate. Im Sprint sind wir tatsächlich gar nicht mal so schlecht dieses Jahr. 7,6 Sekunden. Shooting Time war relativ gut. 7,1 und 7,0. Das hat es dann tatsächlich ein bisschen gerettet. Also der erste Sieg für den Wamsi-Michel in diesem Jahr. Otto Milkavin nur auf der 11. Sehr nice. Weiß gar nicht, wie wir das jetzt so gut geschafft haben. Normalerweise jetzt eine Strecke, wo man relativ normal durchkommt in Sotschi. Aber das bedeutet wieder die Weltcup-Gesamtführung und schon über 300 Punkte Vorsprung. Also ich glaube, man kann relativ ruhig und sicher sagen, dass wir aufsteigen werden. Im Sprint sogar das rote Trikot für uns, in der Verfolgung der zweite Platz. Massenstart nur der dritte Platz und im Einzel, da ist Otto Emil Karwin super gut. Ich würde mir gerade mal ganz gerne seine Werte anschauen bei Otto Emil Karwin. Der ist ja auch gar nicht so stark eingeschätzt. Also 78, läuferisch ist er nicht so gut, aber er schießt immer die Null. Also da muss man sich gar nicht so viele Gedanken machen. Und klar, er hat die Steel Nerves. Da wird man halt einfach relativ sicher sein am Schießstand. So, jetzt geht's ins Einzel. Minus 6 bis minus 10 Grad. Es wird schneien. Schauen wir mal, was wir da rausholen. Aber ich bin eigentlich auch wieder ganz optimistisch. So, weiter geht's in Sotschi. Hab allerdings keine guten Nachrichten. Ich muss die Folgen ein bisschen verkürzen, sonst schaffe ich es zeitlich einfach nicht. Hab jetzt dann, wenn das Rennen hier rum ist, dann habe ich immerhin schon mal 3 Folgen im Kasten. Morgen muss ich dann auch noch ein bisschen was machen. Ich muss aber auch noch lernen für die Schule morgen. Sonst kriege ich das alles nicht hin. Also wir haben da so ein wunderbares Thema jetzt direkt zum Start des nächsten Fachlehrgangs, den wir gerade machen. So ein richtig anstrengendes Thema. Und der hat uns einfach gleich mal 8 Stunden mit irgendwas zugeschissen. Und morgen will er Übungen dazu machen und wir sollen dies und das machen. Und ich habe es beim ersten Mal schon irgendwie nicht so richtig verstanden und bin dann irgendwann auch gedanklich ausgestiegen. Deswegen sollte ich es mir vielleicht nochmal durchlesen. Und morgen versuche ich dann eben auch noch 2 Folgen aufzunehmen, damit da keine Lücken entstehen. Skispringen kommen, Ski-Alpin werde ich nicht mehr schaffen. Das werden wir dann ein andermal weiterspielen. Dann werde ich mir vielleicht auch mal wieder den 8. Trainer anschauen, den 8. von 8. Habe irgendwie überall immer nur den 7. von 8 genommen und gar nicht mehr weitergeschaut. So, Kollege, gehen wir mal hier ein bisschen rein. Energielevel sollten wir natürlich im Auge behalten. Impuls ein bisschen nach oben bekommen. Aber damit wir auch beim dritten Mal durchlaufen hier noch gut sind. So, Puls bei 186. Jo, bisschen niedrig. Schauen wir mal. So. Jo, immer noch ein bisschen niedrig. Vor allem, weil wir es jetzt hier gar nicht so eilig haben. Alter, geh halt runter. Boah, der letzte war auch knapp. Das war nicht gut. Da musste ich richtig dagegen steuern beim Schießen, aber wir sind läuferisch gar nicht so verkehrt. 2,4 Sekunden, 9. Platz. Da haben aber einige danach schon wieder Fehler geschossen. Nehmen wir ein bisschen Schmackes mit. Also Panzac mit 3 Fehlern beim zweiten. Fangming Cheng mit der dreifach Null. Das ist schon ziemlich stark. Ja, Kollege, dann geh halt. Meine Güte, ey. Aber der Franzose Perrault müsste das wieder sein. Eric Perrault, der zieht da gnadenlos durch. Für uns 4 Sekunden Abstand. Läuferisch lassen wir ein bisschen Lücke auf den ersten beiden Runden. Und dann können wir immer noch schauen. Aber in diesem Schlussanstieg kann man schon ordentlich Zeit gut machen.
gerade im Einzel jetzt. So, wir rutschen natürlich immer gut. Wenn der Kollege uns da jetzt die Innenbahn lässt, wäre das super. Lieber Herr Schommer oder Doherty, wer es auch immer ist. Ist mir egal. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Roboter mit Senf. Ist mir egal. Kennt man noch, oder? Ich glaube, der Typ ist vor kurzem verstorben, der diesen Song gemacht hat. So vor ein, zwei Jahren oder so. Vielleicht war es aber auch Fake News. Vielleicht habe ich es auch falsch gelesen. Würde jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Dann wäre es auch vorbei mit der Let's Play-Karriere, wenn ich die Hand ins Feuer lege. Generell keine gute Idee, liebe Kinder. So, Balodis und Pamsatsch mit den Nullern. Allerdings bislang noch nicht ganz so viele mit der Doppel-Null durchgekommen. Ja, shit. Ja, trotzdem eine saubere Serie hingelegt. Watzlawick mit der Null, Dombrowski und Wamsi auch mit der Null, Perrault. Den sehen wir da, den guten Kollegen. Der hat ein bisschen langsamer geschossen als wir. 3,9 Sekunden sind's. Watzlawick nach wie vor Konkurrent Numero Uno. Der hat zweimal die Null geschossen. Der Rest überall schon mal mit Fehlern. Oder ist läuferisch tatsächlich sogar langsamer als wir. So, Perrault wird jetzt gleich wieder an uns vorbeischießen, weil er es nicht erwarten kann. Und energiemäßig sind wir gut am Start. Den Supersprint hebe ich mir dann wieder für den Schlussanstieg auf. Laufen wir mal mit Perrault mit. Ja, der läuft jetzt auch nicht viel schneller. Hier nimmt er früher Schmackes mit. Das können wir dann aber wieder unten rausrutschen. Unten rausrutschen. Auch irgendwie ein bisschen... So, das rutschen wir hier wieder raus, habe ich ja schon gesagt. Bin einfach ein Hellseher. So, Birkenthals mit einem Fehler. Pizza mit zwei, Drissan wieder fehlerfrei durchgekommen. Braunhofer jetzt auch am Schießstand. Fang Ming Cheng dann beim letzten Schießen mit einem Fehler. Hier ziehen wir immer mal so ein bisschen durch. So, 5 Sekunden unser Abstand, Platz 6. Nochmal ein bisschen den Puls hochbringen. Also Perrault hat richtig Bock hier mit uns zu laufen. Können eigentlich auch Hand in Hand Engelchen Flieg machen, aber zu zweit ist Engelchen Flieg echt scheiße. Da fehlt doch einer. So, also dreimal die Null bei einigen Kollegen. Florent Claude auch vorne mit dabei. Boah, der letzte war wieder knapp. Nicht besonders schnell, aber habe ich jetzt auch wenig Wert drauf gelegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern einfach nur safe mit der Null durchkommen. Noch keiner mit 4x0. Fang Ming Cheng, wie gesagt, mit einem Fehler beim letzten Schießen. Da sind jetzt einige mit Nullern, aber es sind alles nicht die allerbesten Läufer. Deswegen bin ich ganz optimistisch, dass wir uns hier vielleicht sogar den nächsten Sieg holen können, wenn wir mit der Null durchkommen. Claude jetzt leider mit zwei Fehlern, also für ihn leider, für uns natürlich gut. Doherty mit der Null, Shannon Doherty zieht gnadenlos durch. Die Karriere danach auch irgendwie steil vorbei gewesen, wobei ich glaube, sie war bei diesen, wie hieß denn diese Serie mit den drei Hexen? The Witcher. Entschuldigung. Über die eigenen Witze lachen. Next Level. Ich habe vergessen, wie die hieß, die Serie. Ist ja auch egal, die drei Schwestern, die da immer rumgehext haben halt. So, schauen wir mal. Dreimal die Null, 7,2 Sekunden. Watzlawick, okay. Der ist läuferisch ein klein wenig besser als wir. Da ist er schon, der Watzlawick. Kaum haben wir über ihn geredet. So, da lassen wir ein bisschen Luft. Da lassen wir ein bisschen Luft. Jetzt wird's eng. Da verlieren wir gerade ein bisschen viel. Doch schon mal ein bisschen zumindest den Supersprint nehmen, weil das hat schon 2-3 Sekunden gekostet jetzt. Tyschenko, oh, der ist auch läuferisch richtig gut. So, schauen wir mal. Watzlawick unten mit zwei Fehlern. Das war also nicht der Kollege aus Tschechien, sondern Kalik war das, Al-Kalik. Nein! Ach nein!
Ach, Mann, ey. Da ist mir wieder der Finger abgerutscht. So ein Shit. Ganz, ganz selten, dass das passiert. Dass man einfach so einen richtigen Aussetzer im Hirn hat. Aber jetzt ist natürlich nur der 5. Platz. Shitte. Das wäre die Führung gewesen. Das war einfach ein Konzentrationsfehler. Viktor Brandt unten auch gleich mal mit 2 Fehlern. So, da brennt es auf jeden Fall ordentlich beim Viktor. Doherty mit 2 Fehlern. Shitte. Super ärgerlich. Und läuferisch sind wir jetzt auch noch nicht so positiv aufgefallen. Da wäre Tyschenko vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber auch nur ganz, ganz vielleicht. Sehr, sehr weit kommen wir da nicht mehr nach vorne, auch wenn wir jetzt den kompletten Supersprint da vorne reinballern. Ach, ärgerlich. Das wäre der nächste Sieg gewesen. Sogar relativ sicher. Da hätten wir hier einen guten Vorsprung gehabt von 4 Sekunden mit dem Supersprint, mit der Aussicht, hier vorne richtig reinballern zu können. Das wäre nice gewesen. Aber gut, schauen wir mal. Aspenes mit der 0. Wir machen hier nochmal ein bisschen Supersprint, nochmal normalen Sprint, nochmal Supersprint und nochmal den normalen Sprint. Und dann, ja, wir schaffen Cheng nicht, aber wir schaffen Dombrowski. Und dann wird es immerhin, ja, der 5. Platz. Läuferisch hätten wir mitgehalten können auf der letzten Runde mit den anderen Läufern. Sehr schade, dass ich es vermasselt habe. Bitter, bitter. Schauen wir mal auf die Konkurrenz, wer da noch kommt. Burkhalter mal wieder ganz stabil geschossen mit 7 Fehlern. Nice. Auf Platz 34. Ganz schwach. Panzac auch nur auf der 21. Otto Emil Karwin natürlich wieder auf der 3. Das könnte eng werden. Mit dem gelben Trikot schauen wir mal, dann 3. Platz Karwin, 5. Platz für den Wamsi-Michel, Mikulas Kalik holt sich den Sieg, Rudis Balodis auf der 2, 4-mal die 0 geschossen, trotzdem nur auf dem 2. Platz. So, woran hat es gelegen? Skitime 22,1 und ja, Shooting Time war jetzt auch kein absolutes Träumchen. Da habe ich schon besser geschossen, aber wie gesagt, mit meiner momentanen Müdigkeit ist das schon in Ordnung. Sebastian Samuelsson mit dem nächsten Sieg im Europacup. César Bovet wieder vorne vor Kubica, vor Matthew Strum und Rémy Broutier. Im Juniors Cup Anton Widmer verteidigt sein gelbes Trikot. Alter, haben die schlecht geschossen. Unfucking fassbar. Elvira Öberg vor Julia Simon und Franzi Preuß auf der 3. Ah, okay, Verfolgung. Aber trotzdem 4x0 und trotzdem so schlecht am Start gewesen. Vanessa Hinz auf der 16. Im Ibo Cup haben wir Anna Grivonos sowie Minkinen und Nika Windisa. Wir schauen natürlich mal wieder nach Clara Bayer dann später, die es leider wieder nicht in die Verfolgung geschafft hat. Julia Onischenko vorne vor Femsteinefick und im Juniors Cup Hayun Kim. Natürlich, wir machen wieder den Patrick Resume. Das schauen wir uns nicht an und dann geht's schon zur Station Nummer 7. Holy shit, ey, ich habe ja heute fast die komplette Saison durchgespielt. Wie ging das denn? Also Salt Lake City, dann jetzt allerdings auch 3 Rennen pro Station. Müssen wir schauen, wie wir das aufteilen. Ich schaue morgen mal, ob ich dann nicht vielleicht doch noch ein 3. Rennen überall mit dranhänge. Also, ja, jetzt hat mir Anna gerade eine Nachricht geschrieben, ich bin gerade raus. Also, ich weiß nicht, ob ich noch ein 3. Rennen dann pro Folge dranhänge. Das hängt sehr davon ab, wie müde ich dann morgen bin, ob ich es überhaupt noch schaffe. Aber wie gesagt, es sollte jeden Tag mindestens ein Video kommen. Football Manager, wie gesagt, jetzt die Entscheidung. In der deutschen Meisterschaft, Endspiel gegen die Bayern müsste dann jetzt demnächst auch kommen zu Hause. Einige Transfers haben wir schon eingetütet, macht richtig Bock. Ansonsten Skispringen, 2. Saison, auch macht Spaß. Die Konkurrenz ein bisschen besser, beziehungsweise der eigene Athlet noch nicht so gut. Und Ski-Alpin, wie gesagt, ziehe ich dann auch noch ein bisschen durch. Muss ein bisschen was bei der Kameraperspektive noch ändern, mich ein bisschen reinfuchsen. Aber Ski-Alpin sehe ich so als kleinen lustigen Zusatz. Wenn ich da ab und zu mal gegen die Wand fahre, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Also immerhin eine Goldmedaille haben wir jetzt schon mal eingesammelt. 5 zweite Plätze, eine sehr konstant gute Saison für den Wamsi-Michel. Schlechter als 10 waren wir eigentlich nie. Und in den Rennen danach war der 6. Platz in Canmore. Noch das Schwächste jetzt in der Aufnahmesession, wirklich richtig stark gewesen in Pyeongchang, 5. 3-mal der 2. Platz und der Sieg in Sochi. Also, ich sage Dankeschön und dann sehen wir uns morgen wahrscheinlich um 18 Uhr wieder bei NGL Biathlon.